Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII. In der letzten Folge hatten wir eine Entscheidungsschlacht auf dem Turm in Sektor 7. Und auch wenn wir diesen gewonnen haben, konnten wir leider nicht vereiteln, dass Sektor 7 sein Dach sozusagen verloren hat und alles auf Sektor 7 abgestürzt sind. Und nun sind wir den Trümmern und versuchen einfach nur noch alles zu retten. Viel Spaß. Eine Welt in Trümmern. Slums von Sektor 6. Hey! Wo seid ihr? Barrett? Das war doch seine Stimme! Ja. Kommt schon! Susan. Antwortet mir! Eins, zwei... Lenchen! Malina! Brix! Wedge! Jesse! Ja, die werden es wohl nicht geschafft haben. Das ist alles unsere Schuld. Nein, ist es nicht, Tifa. Das ist ein Verbrechen mehr, das auf Shinras Kappe geht. Etwa nicht? Diese Wut darfst du nicht vergessen. Hörst du? Barrett. Marlene geht's gut. Was? Hat Eris doch gesagt? Eris? Das Mädchen, das Sie mitgenommen haben? Ja. Genau. Und woher weiß sie? Ich hatte sie geschickt, damit sie Marlene rettet. Ist das wahr? Wirklich? Wo willst du hin? Das Geschenk der Hoffnung.
Naja, wollen wir erstmal Barrett ein bisschen ausstatten, ne? Gatling-Gewehr. Zwei Waffen. Oh Gott, mehr hast du echt nicht? Ein bisschen albern. Na gut. Waffenmodifikation. Barrett, Gatling. Ja, werden wir die erstmal verbessern. So, hier gehen wir auf jeden Fall auf die magische Attacke noch. So. Ja, ich würde sagen, magische Attacke. Abwehr will ich nicht. Abwehr. Ich bitte dich. Abwehr. Ich will keine Abwehr. Da, das hier habe ich die ganze Zeit gesucht. So, dann belassen wir es dabei. Physische Attacke. Magische Attacke. TP, MP. Schaden von Feuerstoß. Und ein zusätzlicher Slot. Kannst du ganz gut gebrauchen. Du musst leider jetzt momentan die Rolle von unserem Heiler einnehmen. Von daher wäre eigentlich die MP, der MP-Boost noch ganz gut für dich. Und zusätzlicher Slot. Noch besser. Achso, das war sowieso der falsche Baum. Egal. Jetzt haben wir nochmal einen Slot für dich. Ich habe das ehrlich gesagt nie mit diesen Kombinationen von den Materia verstanden. Eigentlich, wir haben ja die Überschallfäuste jetzt momentan drin, ne? Warte mal. Achso, wir gehen erstmal auf Barrett. Barrett wird unser Tank-Supporter sein. Das heißt, du wirst auf jeden Fall wo haben wir es denn? Das ist das, was wir alles schon anhaben, ne? Provozieren drin haben. Dann möchte ich, dass du drin hast ein MP-Boost. Und wenn ich jetzt zweimal MP-Boost reinpacke, die sind ja zusammen kombiniert jetzt. Diese Kombination habe ich nie verstanden. Wir versuchen es einfach mal. Dann die Barriere und die Heilung möchte ich, dass du hast. Heilen. So. Und dann kriegst du auf jeden Fall die mögliche Beschwörung eines Chocomoppels, einer Esper, die mit ihren massigen körperphysischen Schaden verursacht. Die Spezialattacke Bürzelbombe ist ein elementarneutraler Angriff. Für die Beschwörung werden zwei RTB-Einheiten benötigt. Ja, machen wir es so. Ifrit ist sowieso kacke. Bin ich mal ganz ehrlich mit euch. So, Tifa. Sie hat Luft und Frost kombinierbar. Ein Zusatzangriff, wodurch mit der verbundenen Materia dem Angriff des Anführers hinzugefügt. Kann mit dem Materia Glut. Ich verstehe das nicht. Wir haben zwar schon Punkte gesammelt dafür, aber keine Ahnung. Das heißt, ich werde Wind. Ich muss das verstehen mit diesem Kombinieren, sonst wird mir das auf Dauer echt nicht gut gehen. Da! Seht ihr, dass es leuchtet! Es hat eine Kombination! Ah. Das heißt Frost. Aber ich hätte das gerne mit Glut. Oder mit Gewitter noch besser. So. Blut, Gewitter, Luft. Das heißt, Eis fehlt noch, aber Eis ist kacke. Ganz ehrlich, ich nehme Eis raus, ey. Eis ist der letzte Scheiß. Kann das sein, dass die blauen nur für Verkettungen sind? Pass auf. Nehmen wir Applikation hier. Elementaraffinität kann weg. Ich glaube, dafür sind die blauen da.
Das heißt, wir haben jetzt Glut, Gewitter, Luft, ja, dann nimmst du halt die anderen doch mit. Oder MP-Boost. Nehmen wir Barrett mal ein MP-Boost weg. So. Zusatz, Zustandsresistenz tot. Barrierendurchbruch. Wandern, keine Ahnung. Es ist so vieles, was ich von diesem Spiel einfach noch nicht weiß, weil ich verdammt jung war, als ich das gespielt habe und einfach nichts davon kapiert habe. Ja, Cloud hat derzeit Glück. Brauchen auch verdammt viel XP. Und dann machen wir da nochmal Glück drauf. So, Barrett, du hast ja auch eine Verkettung, ne? Das heißt, wenn wir bei dir jetzt hier Frost draufhauen, ne? Und das Ganze verketten mit Elementaraffinität. Ja. Das heißt, er macht jetzt Frostschaden mit seiner Waffe. Aha! Ich verstehe. Jetzt, da wird jetzt ein Schuh draus. Okay. Gut. Hätte ich vorher wissen müssen, das alles, aber ich wusste es nicht. Und die Erklärung dafür war auch echt für den Arsch. Naja. Gehen wir mal weiter. Die Frage ist, hat Cloud auch sowas? Cloud hat auch eine Verkettung. Das heißt, wenn wir das hier rausnehmen und sagen wir Toxin drauf machen mit, haben wir noch was Blaues? Widerstand. Effekte auf und Zustandsveränderung. Magische Verkettung. Ja, nee, das ist das, ich weiß nicht, ob ich auf irgendjemanden Gift drauf machen möchte. Rein theoretisch. Oh. Moment mal, Barrett. Warte, wir gehen mal zu tiefer über. Rein theoretisch, wenn wir jetzt hier Heilung drauf machen, dann müsste sie doch jeden heilen. Das sollten wir uns für Aerith aufsparen, ne? Ja. So machen wir's. Wie konnte das passieren? Aber jetzt Cloud irgendwas weggenommen? Ja. Das war schon richtig. Wenn ich jetzt Widerstand drauf mache, dann ist das verkettet, ne? Nur was bringt's mir? Naja, aber 25% reduziert. Effekte von Zustandsveränderungen um 100% reduziert, ist auch geil. Wir belassen das mal so. Und machen wir Toxin auf andere. So ein bisschen Toxin kann ja nicht schaden. Und wenn das Spiel vorbei ist, mache ich New Game Plus und hoffentlich kann ich dann vorbereiten fürs nächste Spiel. Das wäre cool. Verrätst du mir, wo es hingeht? Zu Aerith's Haus. In Sektor 5. Wartet Marlene dort? Dort oder nirgendwo. Sag doch einfach ja! Schenk mir etwas Hoffnung! Selbst wenn wir sie doch nicht dort finden. Tut mir leid, meine Nerven liegen vollkommen blank. Tifa. Was weißt du übers alte Volk? Ehrlich gesagt nicht wirklich viel. Kommt auf den Büchern über den Planeten vor. Das Volk, das diesen Planeten besiedelt hat. Angeblich konnten sie mit ihm reden. Darum haben die Turks also auf Aerith abgesehen. Auch in mir fließt das Blut des alten Volkes.
Ich bin der wahre Erbe dieses Planeten. Und deswegen brauchen sie Aerith. Deswegen sind die Klone schiefgegangen. Weil sie kein Blut von den alten Erben hatten. Und jetzt brauchen sie es. Und wieder warst du zu schwach. Aber der Verlust macht dich stärker. Du willst doch stark sein. Was ist los? Alles okay. Schnell weiter. Also als kleine Erklärung, das alte Volk kann ja mit dem Planeten sozusagen reden. Und da Cloud auch dieses Blut hat vom alten Volk, ne, konnte er auch am Anfang diese Geister sehen und bekommt jetzt auch diese Vision. Also im Endeffekt der Planet ist, der mit ihm redet. Und da befindet sich halt auch Sephiroth. In der Lore steht halt geschrieben, dass jeder Mensch, der stirbt, wird wieder zurück zum Planeten gesandt sozusagen. Also die Energie eines Menschen geht zurück in die Erde. Deswegen wir eigentlich Lebensenergie nicht nur von der Erde anzapfen, sondern auch von uns selber. Schleichen wir vorbei. Was machen die Kerle hier? Ihre Arbeit. Du musst jetzt an Marlene denken. Reiß dich zusammen. Ich kann mich wirklich nicht mehr bewegen. Ja? Was hast du? Ist was? Hallo? Schrecklich, was passiert ist. Wie ist es hier? Im Vergleich zu Sektor 7 sind wir glimpflich davon gekommen. Hier kamen nur ein paar Staubwolken an. Naja. Immerhin. Und jetzt seht ihr das? Alles offen. Das rein theoretisch kann jetzt die Oberschicht von oben runter spucken auf die Niederen. Jesse war auf dem Pfeiler, oder? Ja, Bix auch. Die beiden waren verwundet und konnten nicht laufen. Aber Wedge war unten in den Slums. Verstehe. Er wollte seine Katzen retten. Kleine Abkürzung hier, mal gucken. Hat sich hier was getan? Nee. Kleine Abkürzung, kleiner Umweg, meine ich. Abkürzung. Ruhig, Kleiner. Schön ruhig bleiben. Ich muss sie suchen. Ich muss Jesse und die anderen finden. Wie? Das ist im Moment das Einzige, was ich tun kann. Cloud, hilfst du mir später bei der Suche? Ja. Wo geht es denn hier lang? Ach, das ist der sichere Weg. Und damit sind wir zurück und können endlich die Materie holen. Endlich. Die Platte ist wirklich weg. Ich dachte, das hat vielleicht gekracht. Ob das ein Unfall war? Das hier ist schon Sektor 5, oder? Schnell, bring mich zu Marlene. Ja, das ist das Randgebiet. Noch ein Stück. Lauf schneller, heb die Füße an. Du bist hinter dir. Das Tempo vor. Es hat richtig doll gewackelt und dann gab es einen Riesen. So, da wären wir bei Aerith's Haus. Die Mutter wird nicht gerade nett zu mir sein, glaube ich. Das ist das Haus. Marlene! Hilton! Oh, wie einfach reinstürmt in ein fremdes Haus, Alter. Wo ist sie? Wo ist Marlene? Aerith! Mein Name
ist Barrett. Marlene ist meine Tochter. Also sie hat kurze Haare und ein Gesicht, so süß wie ein Engel. Ihre Kleidung... Rosa! Heute hatte sie was Rosanes an! Die Kleine steht oben im Bett. Leise, sie schläft! Wollen wir auch hoch? Ich glaube, das würde mich beruhigen. Oh Gott, ich... Komm, ich... Die arme Mutter. Hey, weckt mir die Kleine auf. Hallo. Am besten, ihr geht auch nach oben. Es tut mir leid. Oh, Aerith wollte einfach unbedingt mit mir... Oh Gott, die arme Mutter. Oh. Marlene, ein Glück, du lebst. Oh, die tut mir so leid, die Mutter, ey. Oh. Aerith ist mit Shinra mitgegangen. Oh nein. Ich hatte Aerith zu Marlene geschickt. Ich war das. Obwohl wir uns kaum kannten, war sie so hilfsbereit. Ich hab sie in Gefahr gebracht. Euch trifft keine Schuld. Früher oder später wäre es ohnehin so gekommen. Wegen ihrer Herkunft, richtig? Hat Aerith dir das erzählt? Dann muss sie dir wirklich vertraut haben. Ja, Aerith ist vom alten Volk. Sie ist die letzte Überlebende. Anders als ich. Ich bin nicht ihre leibliche Mutter. Es war vor 15 Jahren. Mein Mann war damals Soldat und an die Front geschickt worden. Er hatte mir in einem Brief geschrieben, dass er mich besuchen kommt. An jenem Tag wollte ich ihn am Bahnhof abholen. Aber ich wartete vergeblich auf meinen Mann. Ich hatte Angst, dass ihm was zugestoßen war. Aber redete mir ein, dass ihm nur der Urlaub gestrichen wurde. Also ging ich jeden Tag zum Bahnhof, um auf ihn zu warten. Und eines Tages traf ich die beiden dort. Ich wusste nicht, ob sie vom Wallmarkt kamen oder ob sie von der Platte in die Slums ziehen mussten. Solche Menschen traf man hier gelegentlich. Bringen Sie Aerith in Sicherheit. Das waren die letzten Worte ihrer Mutter. Ohne meinen Mann war ich genauso alleine wie sie. Darum entschloss ich mich, Aerith mit zu mir nach Hause zu nehmen. Sie lebte sich schnell ein, wir verstanden uns gut. Die Kleine war so ein Plappermaul. Sie hat mir alles erzählt. Dass sie mit ihrer Mutter aus einer Forschungseinrichtung geflohen war. Und dass die Seele ihrer Mutter zum Planeten zurückgekehrt wäre und sie sie deshalb nicht vermisst. Zurück zum Planeten. Wie es in den Büchern steht. Ich dachte, sie redet Unsinn und korrigierte sie, dass ihre Mutter jetzt im Himmel sei. Doch sie meinte, nein, in diesem Planeten. Ich dachte, sie hätte einfach nur zu viel Fantasie.
Mama, du darfst nicht weinen. Das sagte Aerys aus heiterem Himmel. Als ich sie fragte, warum, sagte sie: Der Mensch, auf den du so sehnlich wartest, ist gestorben. Seine Seele war hier, um Abschied zu nehmen. Aber jetzt ist er zum Planeten zurückgekehrt. Ich wollte ihr nicht glauben. Doch dann, nur wenige Tage später, kam der Brief, dass mein Mann im Krieg gefallen sei. Und da wurde mir einiges klar. Trotz allem führten wir ein glückliches Leben. Bis eines Tages... Oh! Ja! Nein! Geh weg! Aerys? Du bist ein ganz besonderes Kind. In dir fließt das Blut des alten Volks. Ich fragte ihn, was er meinte. Was das alte Volk denn sei. Das alte Volk wird uns zum verheißenen Land führen. Aerys ist der Schlüssel, um den Weg zu öffnen. Manche sagen, es sei nur ein Mythos. Etwas, das Mut machen soll. Doch wir glauben, dass die Schriften wahr sind, alles, was in ihnen steht. Der Shinra-Konzern braucht jetzt unbedingt Aerys Hilfe. Du lügst! Ich bin nicht vom alten Volk! Wirklich, Aerys? Hast du noch nie Stimmen gehört? Obwohl eigentlich niemand da war? Hab ich nicht! Ich ahnte natürlich, dass das nicht stimmte. Denn... zu oft wusste Aerys Dinge, die sie gar nicht wissen konnte. Seltsam, dass die Turks Aerys nicht gleich verschleppt haben. Obwohl sie wussten, wo sie ist. Es ist wohl wichtig, dass sie ihnen freiwillig hilft und nicht gezwungen wird. Darum würden sie ihr nie etwas antun. Selbst jetzt, wo sie sie entführt haben. Bestimmt darf sie gehen, sobald Shinra keine Fragen mehr hat. Hoffen wir's. Halt! Wo willst du hin? Wirbel nicht unnötig Staub auf. Wenn ich jetzt auch noch Aerys verliere, hab ich niemanden mehr. Ich bitte dich. Cloud, Aerys Mutter könnte recht haben, dass sie sie gehen lassen, wenn sie haben, was sie wollen. Wollen wir... nicht noch abwarten, was passiert? Wir sollten zurück nach Sektor 7. Da wartet auch Arbeit. Und wir müssen noch nach der Bar sehen. Alles klar. Hast du nicht noch was zu sagen, Barrett? Wie zum Beispiel, hey, pass mal weiter auf Marlene auf. Ich sag's ja nur.